Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Film aus meiner Kindheit, der damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Der ist zwar ab 6 Jahren freigegeben, steht hier, aber der ist schon brutal. Also der hat mich damals ein bisschen geschockt, wie auch dieser Film hier. Den habe ich auch schon mal ausgepackt. Die Hunde sind los. Der ist auch nicht ohne, dass ein Drama, kann ich euch auch nur empfehlen. Body by Pelux ist nochmal veröffentlicht, letztes Jahr, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und der Film geht auch in dieselbe Richtung. Man denkt, oh, ein schöner Film mit Hasen, 6 Jahren frei, kann ich meinen Kindern zeigen. Also mich hat er damals ein bisschen geschockt. Ja, unten am Fluss von Concord wurde es vertrieben auf DVD Blu-ray, werde ich euch meine Videobeschreibung verlinken. Auch einen Trailer, den gibt es, den habe ich schon gesehen. Ich kann mich noch erinnern, das ist halt so eine Reise, weil der Hasenhügel, der wird kaputt gemacht von den Menschen und müssen sich halt eine neue Heimat suchen. Und auf der Reise passieren sehr, sehr, sehr viele brutale Dinge. Ich glaube, ein Hase wird erschossen, ein Vogel tötet einen, eine Katze, glaube ich. Sehr brutal. Und hier steht aber ab 10 Jahren ein emotionales Meisterwerk. Also hier vorne steht FSK 6 und hier steht ab 10 Jahren. Ein Animationsklassiker über eine abenteuerliche Reise. Kann ich nur unterschreiben. Dann steht hier oben noch nach dem Weltbestseller von Richard Adams. Bonus haben wir Deutsch-Originaltrailer, eine Unterhaltung mit den Filmemachern, Interview mit Martin Rosen. Und Guillermo del Toro, spricht man das so aus. Dem Glück eines Stilzeichner und Künstlers schaffen einen Richard Adams Charakter Storyboard-Vergleich. Bildformat ist 1,95 oder 16 zu 9. Ton ist Dolby Digital DTS 2.0 und Englisch auch Dolby Digital 2.0. Untertitel haben wir deutsche Gehörgeschädigte, Bonus-Interview-Trailer und vieles mehr. Ja, ein Film, wie gesagt, der nicht ohne ist. Hier kennt ihr auch den Film mit der Katze. Freddy Lay hieß der, glaube ich. Den will ich auch mal irgendwann kaufen. Der ist nur sehr teuer auf DVD und brutal. Ja, auch das Cover, das ist viel süßer, als man jetzt denkt. Also, ich kann euch nur sagen, wenn euer Kind 6 Jahre ist, wenn ihr ein Kind habt, guckt ihn erstmal, den nicht kennt und überlegt es euch, ob ihr den zeigen möchtet. Mich hat es damals, wie gesagt, ein bisschen geschockt. Und gucken wir mal rein. Es gibt auch, glaube ich, eine Animationsserie, aber wie die ist, kann ich nicht sagen. Die lief auf Netflix, glaube ich, 2018. Wie die ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen, ob die auch so brutal ist. Aber hier gibt es auf jeden Fall brutale Szenen. Echt ein Klassiker, auch wenn der brutal ist, sehr gut. So ein kleines, ja, Heftchen. Sehr schick. Nicht toll. Dann haben wir das letzte Einhorn. Kennt natürlich jeder, läuft jedes Jahr zu Weihnachten. Den habe ich nicht geguckt, das habe ich auch nicht geguckt. Ich kenne das Schaf, aber habe ich auch nie geguckt. Ja. Jetzt was anderes. Ich habe das ja auch gepostet bei meinem Profil auf YouTube. Ich hatte so eine kurze Downphase. Ich habe ich manchmal immer noch, weil mein Meerschweinchen ist jetzt gestorben. Ist 11 Jahre alt und ist eigentlich sehr alt dafür. Hat auch einen Herzfehler gehabt. Und es war aber halt scheiße, wie es gestorben ist. Weil es hat keine Luft mehr gehabt. Bekommen und das hat mich ein bisschen runtergezogen, ein paar Tage lang jetzt, weil es ist dann so am 26. Das war Sonntagabend, ist das dann halb gestorben, lag dann bei mir noch 2 Stunden. Es war kein normales Match, das muss ich auch mal sagen. Das ist mir hinterhergelaufen, wenn ich hier was gegessen habe im Wohnzimmer, lag es auf seiner Decke, hat da auch gegessen, hat da geschlafen. Also, es war eher schon wie eine Katze und da war für mich ein Kumpel, Familienmitglied. Und letztes Jahr ist das andere Meerschweinchen gestorben, fast mit 10 Jahren. Er ist dann noch ein Jahr älter geworden. Und vor 2 Jahren ist unser Hund gestorben. Also es hat mich dann ein bisschen doch schon belastet. Und deswegen hatte ich keine Motivation, irgendwas zu machen. Obwohl ich jetzt frei bin. Ich hatte überlegt, jetzt in der Woche mache ich voll viel. Aber ich habe weder viel gezockt, noch habe ich viele Kommentare beantwortet, noch habe ich viele Videos hochgeladen. Die 2 Videos, die ich hochgeladen habe, das waren Videos, die schon fertig waren. Und das jetzt mal ein aktuelles, das hat mich halt ein bisschen runtergezogen. Aber macht euch keine Sorgen, es muss weitergehen. Bedanke mich natürlich an allen, die das verstanden haben. Und ja, reden wir über den Film lieber wieder. Falls ihr den Film kennt, könnt ihr mir gerne eure Meinung sagen. Ich finde ihn zwar sehr gut, aber wie gesagt, brutal für 6-Jährige. Also wenn ihr ein 6-Jähriges Kind würde ich ihn nicht unbedingt sein. Guckt ihn euch vorher an, wenn ihr ihn nicht kennt und entscheidet dann. Aber so von der Story her, auch wenn er brutal ist, ist es trotzdem ein guter Animationsfilm. Also ich kann ihn euch echt nur empfehlen und guckt ihn euch an, kann ich nur empfehlen, egal ob DVD oder Blu-ray. Guckt euch den Trailer an, entscheidet dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Kommentare und Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.